Ein Beobachter, der sich im Abstand klein a von 4230 Meter vom Fuß eines Berges befindet, misst einen Höhenwinkel Alpha von 40,854 Grad zwischen der horizontalen und der Spitze dieses Berges. Die Person geht anschließend um klein b, das heißt 3400 Meter, geradlinig rückwärts und misst einen neuen Höhenwinkel Beta von 28,298 Grad zwischen der horizontalen und der Bergspitze. Bestimme die vertikale Höhe klein h des Berges, wenn der Boden perfekt flach und horizontal ist. Dieses Schema zeichnen wir hier neu und wir kennen diese vier Angaben A, Alpha, B und Beta. Gesucht wird diese Höhe klein h des Berges, Höhe, die wir in Meter ausdrücken. Wir bezeichnen zuerst diesen Abstand mit klein c. In diesem magenta-rechtwinkligen Dreieck gilt der Tangens von Alpha, das ist die Gegenkathete h, geteilt durch die Ankathete a plus c, woraus wir schließen, dass a plus c mal Tangens von Alpha gleich h ist und auch, dass a plus c gleich h geteilt durch Tangens von Alpha ist. In diesem blauen rechtwinkligen Dreieck sehen wir, dass Tangens von Beta gleich ist zu h geteilt durch a plus b plus c. Also ist h gleich a plus b plus c mal Tangens von Beta. Wir können hier a plus c durch h geteilt durch Tangens von Alpha ersetzen, also so. Jetzt verteilen wir Tangens von Beta auf diese Klammer, so, und setzen diesen h-Term noch links rüber, dann können wir links h ausklammern und erhalten diese Gleichheit. Jetzt brauchen wir nur noch durch diese Differenz zu teilen. Jetzt ersetzen wir Alpha, Beta und b durch diese angegebenen Werte und finden so als Höhe h des Berges ungefähr 4849,86 Meter. Hier ist zu bemerken, dass wir diese Angabe, diesen numerischen Wert von klein a, nicht gebraucht haben.